Scheint so zu sein. Nano auf Arm hier raus. Der kann am Leben gehalten werden. Das Target ist ganz klar eigentlich die Anna hier. Aber Neff scheint das nicht so zu denken. Wird dafür ganz klar bestraft. Nicht davon nur noch Pingo am Punkt. Genauso wie jetzt nur zu zweit wollen sie hier irgendwas noch regeln. Aber es sind so viele Berliner am Start. Da kommst du nicht mehr hinterher. Down, aber man verliert ihm auch seinen eigenen Buff. Das ist dem aber sowas von egal, Neff hier. Mit dem nächsten Charge und mit dem nächsten Kill auf Ami und auf Rainen. Mittlerweile keine eigenen Supports mehr da, aber für was brauchst du Supports? Wenn du einfach mehr Damage machen kannst, jetzt packt er hier auch noch den Staubsauger aus. Ballert Predo mit in die Backline und der ist da jetzt alleine. Wollt ihr, geht dafür nochmal? Kurt, nein. Also irgendwann. Problem, einmal reinschattern, komm jetzt. Go, und da liegt er auf dem Boden. Die nimmt den Charge schon mal hinterher auf Steuerbetrug. Neff räumt einmal auf dem Reinhardt auf. Nate ist zwar nett, Predo 1 HP, muss man sogar die Fallen einsetzen. Du überlebst das immer noch und der Mann sieht das ganz klar. Predo weiß, ein Weg Shift und du wärst down. Okay, mach das Purple Highlight fertig. Hinterher, Arm hier mit dem ersten Kill und Predo, der zieht die Ult, der möchte den Reinhardt einfach von der Map schmeißen. Kriegt das hin, nächster Kill auf die Sojourn und weiter geht's, Bab, das nächste Target. Sucht nur das Paket, Cast soll sein, Lärm gezündet und dann macht man Flachs hinterher. Hier hast du mich jetzt nicht mehr zum Countern, was machst du hier? Umfallen, das ist ganz klar die Antwort. Nash farmt sie einen nach dem anderen alle ab. Rein, hindert, richtig schön. Cheddar aber trifft da drei. Du kannst sie nicht am Leben halten. Keine Lärm am Start. Wayne muss sich hier zurückziehen, geschlagen geben. Redo will doch mal irgendwie. Einen Tag aus der anderen Seite, Vinny mit dem Weiser im Kitsune Rush. Macht die guten Damage, Shirox fällt, Windfall hinterher, Uisui auch. So ein bisschen alleine gelassen, fällt jetzt hier voll ins Leben auch. Vinny tötet sich selber mit seiner eigenen Rakete. Flux kommt in den Beat, aber der Beat ein bisschen zu früh. Double Kill. Du müsste irgendwer Ramatan auf Nanbus nehmen, den kannst du nicht heiern. Da willst du irgendwo anders in die Backline, soll er gehen. Da sind zwei drin, beide Supports sofort weg. Die Chancen gehen ganz klar gegen null. Und ja, Kill brauchen zwar ein bisschen, aber vorhin sieht der Willi für sich haben. 3 Minuten 30 auf der Uhr. Fliegt noch nicht zu weit nach vorne und Fallen Sleep, der weiß es besser. Tötet hier die Venom, mein kriegt aber den Damage von Cypher und den Stiefel hinterher ins Gesicht. Der nächste Stiefel, der sitzt und der Zen, der ist auch eine Killing Spree. Dritter Kill für Cypher.